Lea Lazione, offiziell. Die ist wieder vergeben. Im September 2022 wurde bekannt, dass sich der ehemalige Let's Dance-Kandidat Ricardo Basile, 31, und Lea Lazione, 31, nach rund 3 Jahren Beziehung getrennt haben. Ja. Es ist richtig. Die beiden sind kein Paar mehr und haben sich in bestem Einvernehmen getrennt. Bestätigte das Management des Kai-Moderators das Liebesaus gegenüber Bild. Nun meldet sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin mit wundervollen Neuigkeiten bei ihren Fans, sie ist wieder vergeben und macht ihrem neuen Partner eine rührende Liebeserklärung. Auf ihrem Instagram-Account postet die 31-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und ihrem neuen Partner. Die Identität ihres Freundes gibt sie nicht preis, auch sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Aus ihren Gefühlen für ihren Liebsten macht sie allerdings kein Geheimnis. Ich habe mein Herz verloren. Punkt. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es immer. Doch man weiß vorher nie, ob es tatsächlich so ist, vor allem wenn die Sonne mal nicht scheint. Dieser Mann hat mir gezeigt, dass er an meiner Seite ist, auch wenn ich mal keine Kraft habe aufzustehen, mir nicht zum Lachen zumute ist oder ich Ängste habe, sick, schwärmt Jun. Und weiter, zu all diesem Glück, diesen Menschen an meiner Seite zu haben, bringt er in unser gemeinsames Leben noch eine wundervolle Tochter mit. Mit diesen Menschen an meiner Seite verspüre ich wieder eine gewisse Leichtigkeit und Freude am Leben und das Gefühl, angekommen zu sein, sick. Ihre Fans sowie KollegInnen zeigen sich gerührt von Juns liebevollen Worten und freuen sich für ihr Glück. Wow, freue mich für dich, schreibt Ina Aogo, 34, während Nadine Klein, 37, und Melissa D'Amelia, 27, mehrere Herz-Emojis hinterlassen. Ende 2019 lernten sich Ricardo Basile und Lea Lazione kennen und lieben. Schon nach dem ersten Date soll es ordentlich gefunkt haben. Nach 3 Monaten Beziehung zogen sie bereits in München zusammen. Auch Bart-Tattoos ließen nicht lange auf sich warten. Doch im Spätsommer 2022 kamen erstmals Trennungsgerüchte auf. Der Grund: In den sozialen Medien wurde es ruhig um die beiden. Die Influencerin nahm sich sogar eine Auszeit von den sozialen Medien. Ihre FollowerInnen interpretierten dies als Anzeichen dafür, dass es bei dem Paar kriselt. Wenige Wochen darauf folgte die Trennungsbestätigung. All dies hat Lea Lazione nun hinter sich gelassen, mit ihrem neuen Partner blickt sie überglücklich in die Zukunft. Verwendete Quellen: Instagram.com, Bilde. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.